Die evangelische Kirche verliert immer mehr an Kirchenmitgliedern und deswegen haben wir uns gefragt, sollten Kirchenmitglieder bevorzugt werden im Vergleich zu Nichtmitgliedern? Dazu haben uns ganz viele Kommentare erreicht auf YouTube und auf Facebook und ich habe mir jetzt mal einen Profi hier zur Seite geholt und zwar den Kirchenpräsidenten der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Pfarrer Volker Jung. Schön, dass Sie da sind. Hier haben wir unser erstes kurzes Video. Ich habe mich mal richtig geärgert. Ja. Da war ich jünger gewesen, da mussten meine Kinder in den Kindergarten. Und da wollte ich in die Gemeinde, wo ich hingehöre, wollte ich einen Platz haben. Und da hat man mir erklärt, ja, es ist keiner frei. Und da wurden welche bevorzugt von außerhalb. Und da habe ich gesagt, ihr kriegt doch mein Kirchengeld. Und das war so keine Argumentation. Da hat es sehr lange gedauert, bis ich drin war. Und da habe ich gesagt, das tue ich mir nicht an. Und dann bin ich raus. Da ist schon mal das ganz Entscheidende, dass man miteinander redet. Und versucht auch genau diese Situation miteinander zu besprechen. Ich hatte auch bei mir hier mal junge Eltern sitzen, die genau mit dieser Frage zu mir gekommen sind und gesagt haben, naja, dann sind wir einfach weggeschickt worden, da hat niemand mit uns geredet. Das vergrößert die Enttäuschung. Aber wenn ich versuche, diese Situation zu erklären und einfach auch nochmal vielleicht nach Wegen zu suchen, aber wenn das nicht geht, an eine andere Einrichtung zu vermitteln und weiterzugehen, aber die Menschen nicht allein lässt, sondern sie wirklich auch in diesen Situationen dann begleitet. Das kann unter Umständen helfen, diese Enttäuschung auch zu überwinden. Weihnachten sind Kirchen häufig überfüllt. Mhm. Und da sollten natürlich die, die jede Woche zur Kirche gehen, auch einen Platz drin finden. Mhm. Und die, die nur einmal im Jahr kommen, eher nicht. Ja, das ist natürlich auch eine Seite, wo man sagen kann, ich möchte dann auch Weihnachten einen Platz haben. Trotzdem wird es nicht gut funktionieren, Weihnachten für diejenigen, die sonst auch kommen, Plätze zu reservieren und dann so eine Art Ranking zu machen. Das ist, glaube ich, wäre auch keine, sagen wir mal, nichts Gutes für einen Gottesdienst, der prinzipiell für alle offen ist. Und diejenigen, die sonst kommen, die finden auch Wege, eigentlich früh genug da zu sein. Eigentlich müsste ich ja vielleicht sogar sagen, diejenigen, die sonst da sind, müssen auch ein Interesse haben und sich darüber freuen, dass die anderen Weihnachten kommen und sagen, prima, dass du da bist, Platz neben mir oder ich stelle dir auch meinen Platz zur Verfügung. Und dann vielleicht sagen, dann komm doch auch mal sonst sonntags, da haben wir viel mehr Platz. Da findest du auf jeden Fall einen Platz hier in der Kirche. Es wird relativ viel geschrieben so in den sozialen Medien. Wir haben ein bisschen so den Eindruck gehabt, sozusagen, dass viele Kirchenmitglieder so wirklich einen Vorteil in der Kirchenmitgliedschaft sehen sie aktuell nicht. Und zum anderen, wenn Nichtmitglieder sozusagen einen Platz dann kriegen, da ist doch nicht so wirklich ein Anreiz da, okay, dann werde ich jetzt Mitglied, weil sie es ja trotzdem kriegen. Es singt natürlich nicht jeder im Chor mit. Es schickt nicht jeder ein Kind in eine Kinderkantorei. Aber prinzipiell ist das möglich. Und diese Angebote haben einen Wert über den persönlichen Bezug hinaus. Das ist vielleicht ein Gedanken, den man sich klar machen muss. Das unterscheidet Kirche auch nochmal von einem Verein, weil es nicht nur darum geht, individuelle Bedürfnisse zu erfüllen, sondern wirklich auch eine Solidargemeinschaft mitzutragen. Und dafür werben wir eigentlich sehr, dass Kirchensteuer prinzipiell so verstanden wird. Wir könnten vieles nicht tun, auch an allgemeinen und offenen Angeboten, wenn wir nicht auf eine Kirchensteuer zurückgreifen könnten, die von den Kirchenmitgliedern getragen wird. Alles klar. Danke, Herr Jung. Vielen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Gerne.